Die Kappe muss sitzen. Erst dann kann's losgehen. Und für die besten deutschen nordischen Kombinierer wie Julian Schmidt geht es los. Schritt für Schritt. Der Trainingsstart für den diesjährigen dreifachen Silbermedaillengewinner bei der WM in Planitza war vergangene Woche in Oberfranken. So wie auch für Johannes Rützek. Das Sportcamp in Bischofsgrün war Trainingsgastgeber. Und er war zum ersten Mal als Trainer, nicht als Aktiver dabei. Erik Frenzel, vielleicht der beste Kombinierer aller Zeiten. Das Kurzentrum in Weißenstadt war die Herberge der Kombinierer. Oberfranken liegt einerseits zentral, ist somit praktisch. Und Oberfranken ist die Heimat von Horst Hüttl, einem der höchsten Funktionäre im DSV, Sportdirektor für Skisprung und nordische Kombination. Unter anderem er machte ihn zu einem der neuen Trainer, Erik Frenzel, der jetzt seine Karriere als Sportler beendete und der als Trainer auf Hermann Weinbuch folgt. Rollentausch, ja, bis über den Winter, bis vor kurzem noch selber Springer und Läufer, jetzt auf der anderen Seite schon dran gewöhnt. So richtig glaube ich noch nicht. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Wir haben jetzt hier ja unseren ersten gemeinsamen Lehrgang, unser erstes Trainingscamp und ich habe mich jetzt schon sehr darauf gefreut, endlich mal die Jungs jetzt auch wieder zu sehen und eben auch in dieser neuen Situation ein bisschen hereinzuwachsen. War auch etwas aufgeregt, obwohl ich in meinem Leben, glaube ich, auf vielen Trainingslehrgängen war, war das jetzt doch was komplett Neues mal für mich und von dem her bin ich, ja, freut es mich jetzt, hier sein zu können, mit den Jungs zu arbeiten. Wir hatten den ersten guten Tag und ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Gibt es so einen Impuls wie, ich will noch mitmachen oder sowas? Oder umgekehrt, oh, jetzt muss ich denen mal was sagen. Ja, also wir haben natürlich unsere Möglichkeiten, auch als Trainer sozusagen gewissermaßen im Training teilzuhaben. Wir haben jetzt heute Nachmittag ein schönes Fußballspiel gehabt, ein bisschen Beachvolleyball gespielt. Jetzt steht auch noch die nächsten Tage eine Radeinheit an, wo ich gerne mitfahren möchte, wo ich gespannt bin, ob ich noch mithalten kann. aber dennoch, ja, war es auch interessant, jetzt wirklich das mal vom anderen Blickwinkel zu sehen und zu sagen, okay, ich muss Ihnen jetzt Anleitungen wirklich direkt geben, muss nicht mehr schauen, okay, wie wird es aufgenommen, wie ist meine Situation dazu, sondern jetzt ist es wirklich meine Aufgabe, darauf zu schauen, dass die Jungs das alles so richtig machen und von dem her freue ich mich drauf und es wird sicherlich noch sehr interessant. Wenn es gerade so ein Weg beginnt, dann hat man ja jetzt vielleicht noch nicht so den Stil gefunden, trotzdem gehe ich davon aus, du wirst so eine Vorstellung haben von dem, was du machen willst, jetzt gar nicht unbedingt schleifen oder so, sondern wie deine Art so sein sollte. Hast du diese Vorstellung und wie ist sie ungefähr? Ja, also ich glaube, ich versuche mich da gar nicht erst groß irgendwie zu verbiegen. Ich glaube, die Jungs schätzen mich so, wie ich bin, auch in dem Umgang, den ich als Athlet schon mit ihnen hatte. Und das möchte ich schon auch als Trainer weiter fortführen, offen dafür zu sein, was sie umtreibt, was sie sozusagen beschäftigt, aber eben auch die Vorstellungen, die wir haben, die wir als Trainer, als Trainerteam ja dementsprechend versuchen, uns auf die Fahnen zu schreiben, ihnen auch dementsprechend zu vermitteln und aber da eben auch offen für einen gewissen Konsens zu sein. Gerade im Wintersport stellt man fest, dass sehr, sehr viele Trainer selber aktive waren. Was ist der Vorteil daran, wenn man das alles mal schon gemacht hat, was die Jungs oder immer mehr auch Mädels auch machen müssen? Ja, also wir haben, glaube ich, schon auch dahingehend nochmal eine sehr, sehr spezielle und sehr komplexe Sportart, wo man halt einfach gewisse Dinge aus den Spezialbereichen nicht einfach übernehmen kann. Ne? Und da ist es schon zum einen natürlich wichtig zu sagen, man hält aktive Athleten im System. Ich für meinen Teil wollte auch der Kombination, in welchem Maße auch immer, eben treu bleiben, dass es jetzt darauf hinausgelaufen ist, dass ich jetzt gleich als Trainer hier mit einsteigen darf, ist natürlich für mich schon sehr, sehr cool und da freue ich mich auch drauf. Aber dennoch wird es eine Herausforderung und wir geben sicherlich gerne unsere Erfahrungen weiter. Ich selber habe auch als Athlet von damals einem Ronny Ackermann, der als junger Trainer da bei uns reingekommen ist, der vorher auch noch kurz vorher eben Athlet war, sehr profitiert. Habe das auf jeden Fall enorm geschätzt, die Gespräche, die ich mit ihm hatte und auch seine Vorstellungen, wie er an Dinge herangegangen ist, für mich eigentlich gern übernommen.
Und ja, von dem her hoffe ich sehr, dass ich das auch jetzt für meine Jungs sein kann. Julian Schmid und Johannes Rützek sind nach Erik Frenzels Karriereende die beiden Zugpferde im Team. Schmid war in diesem Jahr bei der WM in Planitzer bester Deutscher, gewann auch schon Gold bei der Junioren-WM vor 4 Jahren. All das kommt nicht von selbst. Talent allein reicht nicht. Ich habe lieber gespielt als trainiert. Du hast auch lieber Wettkämpfe als Training. Oder wie gehst du an das Starttrainingslager ran? Oder bist du sowieso nie ganz raus? Nee, also ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass es wieder losgegangen ist. Ich hatte jetzt doch mal ein bisschen eine längere Pause. Oder ich war nur bei der Bundeswehr auf Lehrgang 6 Wochen, wo man dann doch ein bisschen andere Sportarten auch mal wieder ausprobiert. Aber schlussendlich freut es mich dann, dass wir jetzt wieder zurückkommen zum täglichen Geschäft. Und deshalb freut es mich riesig, dass das Training jetzt wieder richtig losgeht. Der gute alte Satz, im Sommer oder im Frühjahr wird die Grundlage für den Winter gelegt. Ich gehe davon aus, der stimmt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir jetzt hier zwar auch ein bisschen auf das Krafttraining eben eher schauen, aber natürlich, dass wir im Ausdauerbereich was machen. Ausdauer braucht man natürlich in der Kraft als auch in der normalen Ausdauer. Deshalb schauen wir natürlich auch, dass wir hier noch ein paar Stunden zusammenkriegen und werden morgen zum Beispiel nur zum Joggen gehen. Und dann werden wir am Mittwoch noch mit unserem Doc, mit dem Stefan Pecher, eine Runde auf dem Rennrad drehen. Ich hoffe, da fordert er uns noch ein bisschen. dann natürlich schaut man natürlich im Frühjahr, dass man da seine Stunden, Kilometer zusammenkriegt. Kann man sich, wenn man in der Weltklasse springen will und mitlaufen will, kann man sich in einer der beiden Disziplinen irgendwie eine schwächere erlauben, so wie im Tennis, so Vorhand, Rückhand? Ich sage, ich bin halt auf der Vorhand besser wie auf der Rückhand. Oder muss man einfach letztendlich in beiden Bereichen dann dabei sein? Ja, inzwischen ist es schon so, dass man in beiden Bereichen eigentlich fast top sein muss. Ich glaube, der Erik hat es vorher auch schon mal angedeutet, so Top 10, Top 15 Laufzeiten, es liegen inzwischen nur 20 Sekunden dazwischen. Also das Feld ist extrem zusammengerückt und natürlich im Skispringen ist das Niveau natürlich durch ein Jahr extrem gestiegen. Der springt halt einfach auf Spezialsprungniveau und ja, da müssen sich wir uns natürlich anpassen. Und wenn man ihn schlagen will, dann muss man, oder wenn man überhaupt was gewinnen will, muss man natürlich immer vorne starten. Das ist Fakt. Man kann sich da keine riesen Abstände erlauben. Und deshalb ja, kann man sich eigentlich jetzt nicht mehr so richtig eine schwache Sportart erlauben. Was machst du von den zwei Disziplinen lieber? Hast du ein Favorite oder sagst du, ich mach gleich gern? Ja, so ein Favorite gibt es natürlich nicht zu 100%. Früher war es mal eben Skispringen, weil in jungen Jahren dort schon sehr gut war. Aber jetzt dieses Quälen in der Loipe, das gefällt mir jetzt eben auch ganz gut. Und klar, wenn es dann natürlich funktioniert, dann ist es natürlich doppelt gut. Deshalb würde ich jetzt schon sagen, dass mir das Laufen auf jeden Fall weil mehr Spaß macht. Obwohl es natürlich als Kombinierer immer schwierig zu sagen ist oder sich dafür eine Sportart zu entscheiden, ist natürlich sehr schwierig. Deine Ziele für die kommende Saison? Ja, wie gesagt, das wird jetzt erstmal die Vorbereitung und auch der Sommer wird erstmal so sein, dass man relativ viel ausprobieren wird. Jetzt speziell auch im Technikbereich, glaube ich, im Laufen, vielleicht mal ein Höhentraining oder sowas ausprobieren. Und am Sprungbereich natürlich auch weiterhin an Technik und natürlich auch am Material feilen. Deshalb, klar, meine letzte Saison war, also ich hätte es jetzt nicht so erwartet, dass es so läuft. Sie war schon überdurchschnittlich, so für meine Einschätzung erstmal, aber klar ist natürlich auch, wenn ich jetzt an den Start gehe und 10. oder 8. Wert ist natürlich nicht mehr so, wenn man das Gefühl eben schon öfters hatte. Das ist natürlich Fakt. Aber ich mache da jetzt eigentlich nur keine Aussagen dazu, mache mir da jetzt eigentlich auch keinen Druck. Mich freut es jetzt erstmal aufs Arbeiten und dann freue ich mich, wenn wir dann irgendwann im November wieder dastehen und dann nach der Saison im März kann ich dann mehr dazu sagen. Johannes Rützek hat in der nordischen Kombination bereits auch schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der Oberstdorfer hat längst Bezug zu Oberfranken. Nicht nur, weil er als Jugendlicher zum Beispiel in Bischofsgrün selbst sprang, sondern auch, weil sein Bruder in Bayreuth aktuell promoviert. In diesem Jahr startet Johannes Rützek hier mit dem Training. Trainingslager kann schon hart werden oder ist das erstmal so eine leichte Rampe jetzt?
Ja, wir steigen, glaube ich, jetzt noch nicht ganz so hart ein. Es ist noch sehr früh in der Saison. Wir haben jetzt auch ein bisschen eine Umstrukturierung ja im Trainerteam. Und dass ich einfach jetzt nochmal eingerufen, haben hier ja auch noch keine Sprünge auf dem Plan und auch noch kein Skirollertraining. Also es ist ein bisschen ein Athletik, vor allem Athletiklehrgang mit Rad, mit Alternativ, also mit Joggen, alternativen Ausdauersachen. Und es wird natürlich, wir werden schon gefordert, aber ich glaube noch nicht überfordert. Die Sportart ist ja insofern interessant, als dass doch unterschiedliche Skills gefragt sind. Also zum einen das motorische Fluggefühl, Mut, ja. Auf der anderen Seite doch Ausdauer, ganz einfach. Ja. Insofern sind Grundlagen natürlich enorm wichtig. Ja, ganz genau. Einfach den Körper in vielen Bereichen. Und weil er so vielseitig ist, der Sport, ja, ist das auch so spannend für mich. Und da sich einfach den Körper da so vorzubereiten, dass man einfach gut und fit auf die Schanze und dann auf der Loipe dasteht, das ist jetzt mal in der Grundphase oder in der Grundlagenphase so das Ziel. Und dann geht es immer, je weiter das Jahr vorschreitet, immer mehr ins Feintuning. Jetzt habt ihr einen großen Umbruch gehabt, vor allem eben im Trainerteam. Der ehemalige Cheftrainer Weinbuch hat sich verabschiedet. Der neue Erik Frenzel ist da. Ein ganz großer kommt. Wo ist dein Herz? Ja, natürlich ist es auf jeden Fall eine große Veränderung und der Erik ist jetzt noch nicht offiziell oder ist nicht jetzt die ganze Verantwortung lastet noch nicht auf seinen Schultern, was glaube ich auch gut für ihn ist. Er muss sich in das Trainer-Business erstmal einarbeiten. Er war eine Weltklasse, wenn nicht der beste Athlet in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und ja, in das Trainergeschehen oder in die Rolle als Trainer wird er sich jetzt erstmal einarbeiten. Ich bin überzeugt, dass er das sehr, sehr gut machen wird, aber ja, natürlich braucht er da vielleicht noch die Zeit, aber vielleicht geht es auch ruckzuck. Also den ersten Tag, wo wir jetzt erst zusammen so in der Konstellation wirklich trainieren, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall fit wie eh und je und ja, also da schaue ich, glaube ich, auf eine spannende Zukunft. Die deutsche-nordische Kombination, deutschen-nordischen Kombinierer, immer zu den Besten gehört in den letzten Jahren. Was nehmt ihr euch vor für die nächste Saison? Ja, natürlich, wenn wir haben die Latte oder legen sie immer wieder sehr, sehr hoch. Jetzt auch natürlich mit Julian so mit dem Erfolgreichen der letzten Saison, mit Vinzenz als der vor 2 Jahren einfach da immer starke, auch junge Leute, die nachkommen. Und ich glaube, das gibt immer dem ganzen Team so einen Schwung. Und ja, werden natürlich nicht unsere Status quo halten, sondern uns einfach weiterentwickeln. Und ich glaube, ja, da haben wir schon Ideen und einfach der Sport steht nicht still, gerade im Leistungssport, da ist immer Entwicklung da und die werden wir jetzt auch gehen und da freuen wir uns drauf. Die deutschen Kombinierer, sie werden auch im nächsten Winter zu den Besten der Welt gehören. Das haben sie immer getan. Wenn Erik Frenzel als Trainer so gut ist wie als Athlet, dann werden sie vielleicht sogar die Allerbesten. Wer kennt diese unangenehme Situation nicht? Das Wasser fließt einfach nicht mehr ab. Mit modernsten Reinigungsgeräten und Kameratechniken hilft Ihnen Kanal Türpe Tag und Nacht gerne weiter. Selbstverständlich führt Kanal Türpe auch gesetzliche Dichtheitsprüfungen oder Kanalreparaturen ohne aufzugraben aus. Kanal Türpe, Ihr Partner rund ums Abwasser. Bäder bauen macht einfach voll Spaß. Der Kunde kommt hier rein und verliebt sich. Er hat nur einen Ansprechpartner und das sind wir. Oft ist nach einer Stunde schon die komplette Beratung fertig. Wir ziehen Trockenwände hoch, legen Fliesen, bauen die Elektrik ein. Es gibt im Bad nichts, was wir nicht können. Der Kunde bekommt von uns sein Rundum-Sorglos-Paket. Da steht einfach eine klasse Mannschaft dahinter. Die Zeiten ändern sich. Ein Gagelbad bleibt ein Gagelbad. Die neue Generation Bad. Gagel in Bad Staffelstein. Direkt neben der Aral-Tankstelle.
herzlich willkommen zum Hofer Schlappentag am 5. Juni. Um 9 Uhr wird der neue Schlappenkönig am Rathaus gekürt. Danach startet der Festumzug Richtung Schießhäuschen. Dort geht dann bei einem süffigen Schärdel-Schlappenbier der Hofer Nationalfeiertag in seinen gemütlichen Teil über. Auch dieses Jahr wieder das Bürgerschlappenschießen am Sonntag im Schießhäuschen.